Anfang 2019 reifte in mir der Gedanke, unsere Ausstellung umzugestalten. Wir wollten etwas ganz Besonderes kreieren. Nicht wie bei den üblichen Holzhandelsausstellungen Mustertafelstände aneinander, sondern wir wollten Erlebnisse schaffen. Die Idee war, unsere Böden optimal in Szene zu setzen und die vorhandenen Räume zu dekorieren, und zwar mit Möbeln und Accessoires. Dabei hatten wir immer die Frauen im Blick, die wir mit unserer Gestaltung begeistern wollen. Denn meist entscheiden die Frauen über die Einrichtung. Dann bin ich auf Marco Israel vom Pioneer Trading getroffen, den ich auch in seinem Stammhaus in Studensee besuchen konnte. Und ich war von seiner Ausstellung, von seiner Idee begeistert, und ich sagte zu ihm: Marco, genau sowas will ich auch haben. Dann hat er mich besucht und dann machte er mir den ersten Vorschlag: Wände und Decke in Ochsenblutrot zu streichen. Ich dachte, wie verrückt ist der denn? Aber ich habe mich dann dazu entschlossen, mutig zu sein und sein Konzept umzusetzen. Wir nennen das nun Unikate Konzepte. Danach folgten weitere Räume, die in Farbwelten geplant wurden. Mein persönlicher Lieblingsraum ist unser schwarzer Salon, der mit Eleganz und einer tollen Decke beeindruckt. Wir haben dort auch eine lebhafte und rustikale Lerche Manufakturdiele verlegt, die die schwarzen Wände besonders umschmeichelt. Mit unseren neuen Räumen wollen wir nicht nur zeigen, dass wir etwas von Böden verstehen, sondern auch in der Lage sind, diese komplett zu designen. Der Erfolg gibt uns auch recht. Das Interesse der Privatkunden ist geweckt und wir haben es geschafft, unser Hauptprodukt, nämlich Parkettböden, wirklich in Szene zu setzen. Besonders schön und erfreulich ist, dass meine Mitarbeiter dieses Konzept mit voller Motivation mittragen. Das macht mir so viel Spaß, dass ich jeden Tag mit Freude in meine Firma gehe.